9 Monate nach dem letzten Ligaspiel geht es nun endlich weiter für Martin Hanek und die TuS Dassendorf. Der Österreicher möchte heute gegen den VfL Lohbrügge am liebsten da weitermachen, wo er aufgehört hat, konnte ja gegen Concordia seinen Premierentreffer per Hacke erzielen. Heute gilt es für die Mannschaft von Jean-Pierre Richter, ein Ausrufezeichen zu setzen in Richtung der zweigleisigen Oberliga Hamburg, zumal man das letzte Mal gegen das Team von Trainer Sven Schnäppel nur knapp mit 1:0 gewann. Dassendorf in Weiß von links nach rechts, Strömer, Hanek, sofort in Szene gesetzt per Freistoß, der Neuzugang Tobias Braun im Tor muss sofort reagieren, bekommt auch die Glückwünsche von Amando aus, die beiden haben ja ein Jahr zusammen in Dassendorf gespielt. Lahm, gutes Auge, erneut für Martin Hanek. Der neu ernannte Kapitän, Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, auch in dieser nächsten Szene, wieder Hanek. Super rübergelegt für Bekim Karolus. 1:0 Dassendorf nach 17 Minuten. Es hat sich angedeutet. Wunderschöner, schnörkelloser Fußball am Windelweg. Gefällt auch den Zuschauern. Karolus super in Szene gesetzt. Erzielt bereits sein drittes Saisontor. Hat schon zweimal im Pokal getroffen. Das Gegentor scheint Lohbrügge wachgerüttelt zu haben. Jetzt einmal mit Pfeiffer und Becker. Becker zum zweiten. Jetzt ist er drin. 1:1. Der Ausgleich. Nur eine Minute später. Da hat Dassendorf hinten aber komplett gepennt. Und der Kapitän kann sich bedanken bei seinem ehemaligen Mitspieler Christian Krone, der jetzt zuletzt ein Jahr für Lohbrügge gespielt hat und vielleicht noch so ein kleines Abschiedsgeschenk macht. Er wieder zurück in Dassendorf und sieht, dass Lohbrügge jetzt endgültig wachgerüttelt ist. Die nächste Chance durch Narek Abramian, aber weniger gefährlich. Palasch, viel Platz auf links, Abramian sucht den Doppelpass, Lenz im letzten Moment dazwischen, der Innenverteidiger unzufrieden mit seiner Hintermannschaft, lange geht das so nicht mehr gut. Strömer, jetzt vielleicht mit der Antwort auf engstem Raum, klasse gespielt, Hanek, Martin Hanek! 2:1 nach 32 Minuten, es ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist der zweite Treffer im zweiten Ligaspiel für Martin Hanek. Er möchte hier eine Serie starten, etwas begünstigt durch das Verhalten von Braun. Dassendorf will jetzt nachsetzen. Hanek und Bergmann. Treffer zählt aber nicht. Abseitsentscheidung, sagt der Schiedsrichter gespannt. Und Jean-Pierre Richter regt sich richtig auf und legt sich mit den Offiziellen an. Und das vollkommen zurecht. Wir sehen es hier nicht ansatzweise eine Abseitsposition von Bergmann. Der Treffer hätte zählen müssen. So bleibt es erstmal beim 2:1. Dassendorf drückt weiterhin auf das dritte Tor. Bergmann, Maggio, Hanek. Schnell kombiniert. Es bleibt beim 2:1 Halbzeitstand. Richter hadert immer noch mit der Abseitsentscheidung. Hitzig am Diskutieren mit dem Schiedsrichtergespann. Auf der anderen Seite Lohbrügge bislang mit einem blauen Auge davongekommen. Das 2:1 als Zwischenergebnis ein Erfolg für den Moment. Die Gäste müssen das 2:1 jetzt so lange wie möglich halten. Auf den Lucky Punch hoffen. Dassendorf hat andere Pläne mit Maggio. Super durchgesetzt auf Hanek, 3:1, bereits 3 Minuten nach der Pause erhöht erneut Martin Hanek. Klasse Vorlage durch seinen Schwager Mattia Maggio, Braun ohne jede Chance und die Träume vom langgehaltenen 2:1 schon wieder passé. Lohbrügge schafft es nur noch mit Verzweiflungsversuchen, der 30-jährige Russe Jeriomenko aus der Distanz. Ditus glänzt durch Spielfreude und Variabilität. Lohbrügge an die Wand gespielt. Strömer mit Auge für Bergmann. Hanek, 4:1. Sein erster Hattrick in der Oberliga und er scheint gar nicht aufhören zu wollen. Es kann so unfassbar einfach sein, spielerisch leicht. Hanek muss sich nicht mal anstrengen, weil er so frei in der Mitte steht. Dann gibt's diese Situation einen Freistoß für Dassendorf zur Folge. Und der ist natürlich Chefsache für Martin Hanek. Unfassbar. Macht den Viererpack perfekt Martin Hanek durch ein unglaubliches Freistoß-Traumtor. Natürlich kann er das und natürlich ist das ein Ex-Bundesliga-Profi. Aber dass er hier so einschlägt wie sein Freistoß, war nicht zwingend abzusehen.
Und sie haben immer noch Lust, wieder Harnik über links mit viel Tempo sucht Maggio. Kaisev ist dazwischen. Der junge Simon Kaisev sah auch schon glücklicher aus. Aber Lohbrügge zeigt Moral, spielt weiter nach vorne. Löw mit dem Chipball für Mert Akkus. 5:2 nach 72 Minuten. Der Treffer des 20-Jährigen bleibt hier aber nur Makulatur und eine Nebensache bei dem sonst so dominanten Auftritt der Gastgeber. Kurz darauf ist der Arbeitstag von Martin Harnik vorbei, an allen 5 Treffern beteiligt. Besser geht's nicht. Richter bringt für ihn Möller, das ist übrigens der 5. Wechsel der Dassendorfer und sie gehen nicht drüber hinaus. Richter zeigt also, dass auch ein Oberligatrainer zählen kann und sein neuer Mann sofort in Szene gesetzt. Möller per Fallrückzieher. Wunderschöne Chance für den 22-Jährigen, der sich gleich von Beginn an zeigt. Auch hier wieder in Szene gesetzt. Marvin Möller. Der Mittelstürmer, aber auch der geht am Tor vorbei. So bleibt es am Ende beim 5:2 für die TuS Dassendorf. Man gewinnt gegen den VfL Lohbrügge, fulminant durch einen überragenden Martin Harnik, den wir jetzt auch zum Spiel befragen bei Frederik Sehner. Ja, definitiv. Also war für uns ja auch dann immer wieder interessant, wo man steht am Saisonanfang und auch Lohbrügge, die sich ja verändert haben und auch eine gute Mannschaft haben, haben es uns gerade in der ersten Halbzeit schwer gemacht, aber über das ganze Spiel gesehen haben wir verdient gewonnen, auch in der Höhe und haben, glaube ich, heute ein ganz gutes Statement für uns intern, aber auch für alle drumherum gesetzt.